Sendebereit. So, jetzt sieht man uns. Hoffe ich. Ja, ich zähle jetzt mal, wie viel das hier ankommt. Wie viel später? Ja, ich kann ja mal klatschen, dann hörst du die Verzögerung. War das ein schlechter Klatscher? Ich sag's nochmal. Ach, da oben bist du, okay. Ja, ja, ich hab uns wirklich verschoben. So, moin Leute, hören uns schon alle. Gehen wir mal in die Spiele rein. Okay. Ah, so, nächste Strecke in Österreich. Aber wenn ich das richtig sehe, müssen wir jetzt einfach nur hoffen, dass es nicht regnet. Ja, das kann durchaus sein. So, da wir ja live sind, schönen Abend an alle Zuschauer und ZuschauerInnen, wie die Grünen jetzt sagen würden. Machen die das so? Ja. Du kannst reinkommen, geh auf Liga und dann können wir starten. So, genau. Herzlich willkommen bei uns im Stream. Wir probieren das heute mal hier mit Doppelcam und probieren hier ein bisschen Formel 1 zu fahren, so im Rahmen unserer Möglichkeiten. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Und fahren heute hier die Strecke in Österreich beim Formel 1-Spiel F1 2020. Und genau. Ihr könnt uns ja im Chat am Anfang mal ein bisschen Rückmeldung geben, ob euch das zu laut, zu leise ist und was man da noch so verbessern kann. So, dann warten wir jetzt hier noch kurz, dass Steffen reinkommt. Ja, ich bin eigentlich drin und ich gehe jetzt auf, mach dich bereit. Jetzt sehe ich es, ja. So, Fahrhilfen eingeschränkt, das passt, okay. Wollen wir... Sitz einrichten. Ja, Entschuldigung, ja, laber du mal, ich schalte mich dann ein. Ja, Event starten. Mach das. Ja, ich bin startet. Ich mache heute hier ganz schick in Hemd und ohne Greenscreen. Oh, ich habe mir gesagt, ich wollte noch diverse Türen schließen. Eine Sekunde. Planung ist alles. Die Leute müssen ja nicht alles von der Wohnung sehen. Okay. Den Staubsauger da hinten meinst du? Ja, genau, der Staubsauger. Mal kurz weggemacht. So, oh, krass, wie viele Leute hier im Chat sind. Moin an alle, sag ich mal, alle hier. Gravitrax Player, Lenny Penny, JB, Magic Murmel, Gravi Twins. Ich habe immer, bei meinem Kurzstream gestern habe ich Gravit Wins. Also, wer gewinnt? Gelesen, ja, Silverball, hi. Und da kommen bestimmt auch gleich noch einige dazu. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier mit der Bild- und Audioqualität so ist. Bin aber recht zuversichtlich. Also Stefan und ich fahren hier gemeinsam geplant gegen Bots. Jetzt gucken wir mal, ob die Einstellungen alle so passen. Oh Gott, so ein Stick mit nicht. Die Bots werden hoffentlich auch da sein. Ja, wir müssen es jetzt einmal kurz testen, aber das wird schon. Ja, also wir werden jetzt hier einstellen, so, zack. Zack, geht zur Strecke. Wir fahren jetzt die Runde mal und werden uns vermutlich am Ende raushauen, dass wir beide hinten starten. Dann ist es für euch ein bisschen spannender beim Zugucken. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Du musst noch auf unten auf Viereck drücken, damit es losgeht. Ja, ja, ich war schon dran, war nur nicht so ganz. So, ja, los geht's. Ruhe und Konzentration. Mit Lenkrad. Die Leute können jetzt natürlich hier vor allem mein Auto sehen. Ne? Das ist halt... Wir können ja mal überlegen, ob wir beim nächsten Stream so ein Duo-Stream machen, dass du sozusagen auf deinem Channel dann dein Bild streamst und ich auf meinem Channel mein Bild. Ist ja dann das gleiche Audio und so weiter. Kommt mir wahrscheinlich am Ende nicht zugute, wenn sie alle zu dir rennen, aber du kannst ja trotzdem machen. Oh, ihr merkt schon, Leute, er ist konzentriert, er antwortet mir schon schwer. Spielemäßig, naja. Aber ich muss ja einen Fehler machen gleich, damit wir hinstarten. Ja, ich will gucken, ob ich die ersten zwei Sektorzeiten trotzdem auf die kriege. Oh, jetzt habe ich plötzlich auf. Bist du vor mir oder warum ist die Sektorzeit nicht grün? Gottzeit. Ich hab Angst gerade hier. So, letzte Kurve, Leute, nicht wundern, wir hauen uns jetzt hier raus. Oh Gott, mein Lenkrad. Okay, ich fahr doch durch. Was? Ich fahr doch durch. Nein, ich halte jetzt an und fahre im zweiten durch die letzte Kurve. Ich mach einmal kurz langsam. So. Und dann gebe ich Gas, damit wir auf jeden Fall hinten sind, sonst ist doof. Ja, so, ich glaube, jetzt passt das so. Ja. Du müsst jetzt. Durch, Leute. Gucken wir mal. Bots, ja. Das ist eine Qualifying-Runde, wo man eine von 19. Ich bin 20. Mist. Und ich war schon langsam. Ja, ich habe aber auch extra langsam gemacht. So, weiter zur nächsten Saison. Ja, das sieht gut aus hier mit den Bots. Die sind auf jeden Fall drin.
Ja, Was das ist fahren die denn schön. so? Eine 175, das klingt doch machbar. Steffen ist die alten Spiele gewohnt. Wie die alten Spiele. Ach so, Lars. Hat Lars hier reingeschrieben. Ja. Hat Lars hier reingeschrieben. Hat Horst geschrieben, ja, genau. Dein Sohn, oder? Ja, genau. Dachte ich mir schon. Das. Ja, dieser Nachname ist doch etwas seltener wie Müller oder Schmidt. Ja, es Also ist auch. kann er jetzt mal aus einer anderen Perspektive deine Skills sehen. Aber du hast ja gesagt, er fährt besser, Nein, nee, nicht so ne? laut. Puh, okay. So, Jo, zurück. let's go. Kugelbahn erstmal ein Glas Wasser einschenken. Ja, wir trinken ja Ja. auch nur Wasser. Los geht's, Vielleicht Leute. war es auch transparentes Bier, ich R1 bin mir nicht drücken. Was ganz ist denn sicher. 1? Ah, hier. Gucke. So, Steffen, boah, du bist voll. Jetzt zieht einfach rüber. Hallo? Da war ich. Oh, hier hatte ich gerade ein Leck drin. Ich Oh, hab, ein ich gehöriges sehe es, Leck. boah. Oh. Langsam, langsam, Okay, langsam. fahr aber langsam rum, sonst knallt es gleich hier. Oh, es Bist du leckt. links von mir? Bist du hinter mir? Ich bin 20. von 20. Oh je. Der Stream. Ja, ich weiß nicht. Wo bist du denn dann? 13 Uhr. Boah, hier ist aber richtig Okay. knapp. Hier sind sie alle richtig langsam und ich bin leider außen. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Bin leider außen, aber ich bin jetzt auf 14 gleich 13, je nachdem, wie ich den ausbeschleunige. Ja Oh, gut, der Latifi sollte ja nicht das Problem sein. ein erstes Grosjean. Bottas ist soweit Nee, hier. Was macht er hier? der Williams ist ja vor mir hier. Ach so, ja, den Latifi sollte man schon passieren, ja. Hast du das Rennen am Sonntag angeguckt? Ja. Und? Zufrieden? Ich war richtig Nicht genervt. unbedingt. Ja, ich war auch richtig genervt. Mal wieder ein Rennen durch die Strategie weggeworfen. Da ist Mercedes einfach so besser als alle anderen. Das Wow, ich fällt mir habe hier auf. Lecks drin, das ist echt scheiße. Ja, ich habe auch gerade einen eliminiert, so gefühlt. Tut mir leid, Grosjean. Also ein bisschen Lecks Also mein. gibt's. Ja. Vielleicht solltest du das nächste Spiel Oh, wechseln. Alter. Leute, wir können hier wieder. Wisst ihr, was wir vergessen haben beim Zur Einstellen? Bestätigung, wir Oh. ändern dir die Flaps auf minus 1, Nein, ihr minus sollt meine 1. Flaps nicht ändern. Nein. Boah, jetzt habe ich mich einmal nicht Ist konzentriert im natürlich Tag. auch Kurve kommt nicht raus. scheiße, wenn der Leck direkt im Bremszonenbereich ist Ja, aber und du die werden nicht mehr. automatisch geghostet, also die Autos. Aber Ja, Hamilton ist schon und Bottas. haarig. Bottas und Hamilton beide so weit hinten. Ja. Also, Bottas ist gerade vor mir auf 16 und Leclerc auf 15. Die rasseln beide vor mir rum. Rasseln ist auch gut in dem Bezug, finde ich. Gut. Fühlt sich noch beleidigt nach Russell. Ja. Der Russell zum Alter. Boah. Jetzt müsste ich mal langsam wieder einen Sprit runterstellen hier, nicht, dass ich gleich in Genau diese Bedrängnis Funktion komme. fehlt mir. Ich habe natürlich wieder vergessen einzustellen, ey. Wo ist denn der Ferrari? Also mal vor ihm, hinter mir. Ich weiß gar nicht, was hier Wir abgeht können gerade. jetzt das DRS Welches Lenkrad hast du? verfügbar. Meinst du meins oder das von Steffen? Ich habe ein G. Wie nennt sich das? G29? Das für Ja. Windows. Also das für PlayStation sozusagen. Es gibt eins für die Xbox und es gibt eins für die PlayStation. Das ist aber das identische Lenkrad, also die nehmen sich gar nichts. Und das von der PlayStation habe ich an meinen. Das kannst du genauso an den PC anschließen. Kostet. Warum sind die alle so langsam? Ich habe mich einfach abgebremst hier mitten auf der Strecke. Gelbe Okay, alles Flagge, ach klar. so. Ach, der hat einen Was ist Motorschaden. denn hier Der los? hat einen Motorschaden. Oh, ich war doch nicht direkt vor mir, ey. Ich bin voll Ich reingerasselt. musste auch in die Eisen steigen. Oh, ich kann doch meinen Spritverbrauch hochstellen. Hab's gefunden. Wegen der Lenkradfrage, ich habe ein Thrustmaster T150, was so ungefähr 150 Euro kostet. Also da Das gibt es bei. alle Preissegmente bei Lenkrädern. Das fängt bei Ja. 150 an und dann kannst du da bis zu 2000 Euro liegen lassen, wenn du dir ein richtig professionelles holen willst. So, Magnussen ranziehen. Boah, jetzt zieht er mal rüber. Ja, er ist noch rechts neben mir. Ich muss ein bisschen Platz lassen.
Reife Leistung. Guck mal, wieder auf Standard. Durch diesen, komischen Motorschaden bin ich jetzt wieder zurückgefallen. Wo bist du denn? Ich fasse noch auf 18. Auf 18? Ja. Was machst du denn? Ich fahre mir die Seele aus dem Leib. Ja, aber 18? Also das habe ich ja beim ersten Ankommenspunkt schon. Leute, soll man, stimmt beim Chat ab, soll man es zurückfallen lassen? Habt ihr da Bock drauf? Wie sollen wir uns zurückfallen lassen? Ich bin doch schon zurückgefallen. Ich. Damit die Leute auch was von dir sehen. Ach, brauchen sie nicht. Alles gut. Ist halt, es ist sehr schwierig zu labern. Und das Fahren noch nebenbei, das... Das T150, oder wie es heißt, habe ich auch. Ein bisschen Übung braucht man dafür uns. Ja, wir holen uns hier mal kurz die Bestzeit. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Wie schnell war denn deine Bestzeit jetzt? 1888, also ganz schlecht. Die holen wir jetzt. Verbessere ich nochmal. Ich hab grad freie Fahrt und Giovinazzi dürfte jetzt nicht das große Problem sein. Ist das Riesenfahrfehler, Riesenfahrfehler. DRS irgendwie deaktiviert worden gerade, weil ich hab gar keins. Ich hab einen Riesenfahrfehler gerade gemacht. Bin jetzt wieder Grosjean hinterher. Verstappen. Wieso hab ich denn kein DRS mehr? Weiß nicht, vielleicht kaputt. Hi Leon! Willkommen im Stream. Ist die Lautstärke für euch so in Ordnung? Also sowohl wir beide als auch die Spiellautstärke? Den Stream guck ich mir nachher erstmal an, wenn du gefahren bist. Ja. Wie du gefahren bist. Ganz normal, hallo. Cheater! Cheater im Formel 1? Hallo? Okay, du bist in der Stellung. Boxenstoppfenster. Ja, stimmt. Oh nein, oh, mein Spiel hat kurz geleckt. Ich habe gerade so Panik bekommen, plötzlich ist Verstappen einfach vor mir. Also ich habe hier Lecks in mehreren Kurven ständig. Das ist so ein bisschen das Problematische. Das liegt bestimmt an dir, ja, glaube ich auch. Boah, geht mal aus dem Weg, ja, beim Dreikampf hier. Macht es sich gerade leichter. Verstappen steht mir im Weg. Die letzten Kurven geht's eigentlich, also. Muss ja das Lenkrad gut rumreißen. Nein, nicht in der Kurve. Er ist wieder weg. Er hat sich wieder weggeleckt. Ist wieder hinter mir. Das ist ja verwirrend. Super. Der kommt ja auch gleich, ist bestimmt auch gleich wieder vor mir. Also, das ist ja ganz sorry, dass hier immer mein Lenkrad in der einen Passage wackelt. Liegt tatsächlich an der Rennstrecke. Das ist das Star Trek Team, die beamen die Leute ins Ziel. Ein bisschen lauter. Ich soll mich lauter stellen. Rennen schwierig, ne? Kann ich in der Boxengasse machen. Ich hätte ja schon Lust auf so eine Bestzeit. Aber Leute, sagt mir mal hier im Chat kurz, sollen wir uns zurückfallen lassen und ein bisschen Steffen hinterherfahren, um zu gucken, wie der sich so schlägt? Habt ihr da Bock drauf? Wie schlecht er performt, ne? Nein, ja, danke. Gesagt. Ich hab das Ganze anders ausgedrückt. Komm, wir holen uns jetzt noch einmal die Bestzeit mit den Weichen. Du liegst nur 2 Sekunden hinter deinem Vordermann. Gib weiter Gas. Das macht, oder? Also Kugelbahn in Ordnung, ich ein bisschen lauter. Glaube ich, habe ich gelesen. Ist aber gar nicht so leicht, weil Österreich hat keine wirklich langen Geraden, wo man mal den Chat durchlesen kann. Nee, nicht wirklich. Ja, ein vor allen Dingen in Ruhe. Ja, das geht schon. Das geht schon. Ich meine, dafür habe ich lang genug auf Twitch gestreamt, dass man das abkennt muss, dass man den Chat schnell liest. Ja. Braucht halt wirklich Übung, sowas. Weil das, ja. Okay, Leute, Bestzeit holen wir jetzt. Ich nicht nebenbei noch hin. Jetzt kommt die Bestzeit. Nazi steht uns ein bisschen im Weg, dafür gibt er uns jetzt aber Windschatten. So, und jetzt ran, vorbei. Ich hab kein DRS mehr, das gibt's doch gar nicht. Ja, dann behandelst du dein Auto vielleicht nicht so gut. Bisschen Riesen. Reihe ist da halt schon. Leichtes Übersteuern.
Nur eine grüne Bestzeit, aber immerhin persönliche, nicht absolute Bestzeit. Jetzt geht's wieder, komischerweise. Hä? So. Ist jetzt voll mit Fett durch. Ich glaube, dass wir ein bisschen mitnehmen. Das wieder ein bisschen außen. Wieder Bestzeit im zweiten Sektor. Jetzt steht uns Conn uns leider im Weg. Ich hoffe, der kostet uns jetzt nicht zu viel Zeit. Die Lecks sind sehr nervig gerade. Es ist zum Kotzen. Ja, ich habe gerade gar keine mehr. So, und jetzt raus beschleunigen mit DRS und noch die Bestzeit holen. Yeah. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,5 Sekunden. Okay, ich verkaufe das mal als wir warten auf Kugelbahn, ja? Mhm. Keine gesehen. Hast du einen Crash gemacht oder was? Nö, nö, nö. Ich bin da nicht da. Was ist er denn? Der schiebt mich ja fast von der Straße. Wow, oh, da was kommt Stefan da. So war ja an uns. Wir fahren mal auf Mager. Fahren wir hinterher. Sorry. Du bist genau hinter mir. Sorry, Bottas. Ah ja, okay. Nee, nicht ganz, ne? Bei Papa liegt es an den Einstellungen. Die sind ziemlich schwer eingestellt. Meinst du, er macht sich selber schwer, oder wie? Jetzt haben wir so ein bisschen den Anschluss an die Papa. Das ist ja jetzt. Das war nicht der Plan. Mal gucken, dass wir da rankommen hier. 1,9 Sekunden. Das sind 0,6 Sekunden mehr, als ich geben wollte. Warum ist denn Bottas hier jetzt hinten? Weil er es verdient hat. Ja, jetzt wir fahren jetzt mal in die Box, Leute. Wir fahren in die Box und machen mich ein bisschen lauter. Oh, das Lenkrad eskaliert. Boah, oh, Boxenstoppe. Hat sich Steffen auch gedacht bei der 2, ne? So. Boah, aber was trinken? Mit Stress? Ich fahr dir fast ins Auto rein. Jetzt sieht man dich riesig in der Cam, während du da trinkst. Oh, ich hab mich schon maximal laut gestellt. Das ist ja ärgerlich. Hm. Nein, mein Kollege war vor mir in der Box drin, ich musste ewig warten. Ja. Ach nö. Los. Oh, hier leckt wie verrückt. Ich muss nochmal rausgehen, weil ich habe den Chat nicht mehr im Blick. So, Leute, ich muss euch ja auch sehen können, ne? So, ja, jetzt haben wir richtig Zeit auf Steffen verloren, das ist ja nervig. Ja, dann warte ich jetzt halt und lass mich zurückfallen. Nein, du gibst Gas, das würde ich auch so. Im Gegensatz zu dir fährt er eine schwere Einstellung. Ach so, ja. Also ich bin jemand, ich ziehe mir tatsächlich so meine Standard-Setups erstmal aus dem Internet und gucke dann, was mir daran vielleicht nicht gefällt. Also ich bin auch mal jemand, der gerne die Reifen sehr stark ran nimmt und die meisten Setups sind nicht so darauf ausgelegt. Da muss ich ein bisschen nachfragen. Den Schwierigkeitsgrad meint er. Ach so. Also fahrhilfentechnisch. Ach so, ja, ich fahre. Aber daran liegt es nicht, du hast ja auch nur die Traktionskontrolle zur Hälfte an, ne? Ja, genau. Also ich bin halt so schlecht. Oh, jetzt haben wir noch fast rausgedreht. Also ich fahre mit meinen Freunden so auf 80. Wir könnten auch auf 85 stellen, aber das ist auch ungefähr. Schon krass. Wir haben auch schon gefragt, ob wir nachher spielen. Hoffentlich gucken die jetzt nicht zu. Das wäre nicht so. Peinlich, oder? Nein. Du bist hinter dir, ne? Ja, würdest du so sagen. Ich hab ja auch gerade. Boah, wir. Oh nein, mich dreht's, das gibt's nicht. Was machst du denn da? Ich musste. Ja, ich weiß nicht, ich hab nicht damit gerechnet, dass du so reinstichst. Das macht nichts, ich wollte dich noch. Leute. Wir müssen uns mal merken, in der Kurve 1 nehme ich gerne den Curb mit, aber das ist nicht gut. Kurve 1 okay. Und Kurve 2 stimmt. Mal weniger Curb. Wenn du da mit dem rechten Hinterrad drüber rasselst, dann rasselst. Mhm. Hat noch wieder. Da ist das. Ich das Hemd angezogen habe? Nein, Karl, ich hatte heute ein Experteninterview im Rahmen meiner Bachelorarbeit und da wollte ich ein bisschen schicker aussehen. Aber um ganz ehrlich zu sein, nicht mal für ihn habe ich das Hemd angezogen, weil der Kollege, mit dem ich das Interview geführt habe, über den kenne ich bestens, ist mein früherer Vorgesetzter gewesen und der läuft auch nie mit Hemd. Der war auch in einem Pulli. Und? Also habe ich das Hemd tatsächlich eigentlich, um ehrlich zu sein, heute den Freunden weil sie das so mag. Weil er das Hemd trägt er heute keine Hose. Genau, ich spiele hier ohne Hose, Leute. So, ey, Leute, ich kann hier Steffen nicht sehen, wissen der da vorne. Okay.
Das kriegen wir noch hin. Das, wir haben noch 6 Runden Zeit. Steffen holen wir noch ein. Oh ja, ich merke aber, Todd, ich kann die Kurve nicht mit den Reifen so nehmen, wie ich sie mit dem Soft genommen habe. Ach so, er hat sich schon gewundert. Ja, so. Wollte mal. Ey, jetzt werden die geghostet. Ich war total irritiert, weil der Wagen so komisch gefahren ist. Ey, das ist mit den Lags, oh, echt problematisch, weil man manchmal nicht weiß, sind die jetzt geghostet oder nicht. Also, fährt man den jetzt gleich rein? Ja, das nervt ein bisschen. Ja. Ja gut, wir haben halt Stream, Skype, Discord und das Spiel offen. Ja, aber wir haben auch 2021. Gut, ja, wir sind in Deutschland, das ist das Problem. Ich wohne halt immer noch in einer Studentenbude, wo wir nicht unser eigenes Internet besorgen können, sondern so ein blödes städtisches Internet vor die Nase gesetzt bekommen. Und das ist halt dürftig. Das ist echt dürftig. So, Latifi, wie sieht's aus? Ach Leute, wisst ihr, warum wir gerade so rutschen? Ich bin nicht auf Medium-Reifen, ich bin auf harten Reifen. Ja, aber machst du denn harten drauf? Ich war voreingestellt. Ach so, okay. Ach, deswegen hier ist es auch so schwierig für uns, die Kurven so zu nehmen. Mann. Ja, jetzt ruckelt's hier. Aber ich hab den Vettel gekriegt. Merkt, das ist schon die Ausreden, die da so kommen. Ja, genau. Ich meine, wenn sie lenken, dann stehen, dann werden sie weggeghostet, dann rammt man sie zumindest nicht. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. So, let's go. Aufholjagd. Wir haben noch 5 Runden Zeit, um Steffen einzuholen. Okay, Abstand zum Teamkollegen 7. Bei mir regnet es nicht. Hier in Hamburg auch nicht tatsächlich. Ja, bewölkt. Wo ist er denn? So, ihr seht unten diese kleine Minimap, ne? Dieser hintere orangene Punkt, das ist Steffen. Wir sind jetzt oben links in der Minimap. Aber das war natürlich ein riesen Fauxpas. Hier mit den Reifen, ne? Das ist kein Wunder, dass ich hier so rumrutsche, weil die kriege ich nicht richtig warm. Und jetzt kommen wir richtig in den Verkehr. Da ist zwar Steffen relativ knapp vor uns, aber da sind halt auch noch 2 Ferraris dazwischen. Und die, also ich habe das Gefühl, es liegt einfach an den Autos, das sind die roten, die so. Brillantes Manöver, 2 Plätze auf einmal, gut gemacht. Oh, fast rausgekommen, aber ich habe noch den Körper ganz gut ausnutzen können. Na, Vettel sitzt mir ein bisschen im Nacken, aber dann müssten wir eigentlich gleich los. Wow! Ah, ist raus! Ja. Ey, warum? Ey, warum holt ihr mich jetzt alle ein? Nur weil ich dich warum leckt das denn hier wie verrückt? Verdammte Hacke! Alles okay bei dir? Irgendwas ja, ja. Alles, irgendwas gebrochen? Oder alles? Was ist er denn? Nee. Letzter oder was? Ne, ja doch, ja 19 doch. Da nur noch 19 im Spiel sind, gleich kriege ich den Rassel ja noch. Rassel. Okay, es ist jetzt gelbe Flagge. Ja, das ist ein langsames Auto, gerade auf der Strecke irgendwo. Ah, was leckt das denn noch? Ey, das ist echt ein bisschen sehr anstrengend. Ich schiebe mich fast von der Strecke hier. Alter, was ist denn hier los? Oh, ach, du bist das, oh, Hilfe! Gott. Kommt Hammer vor. Hey, was machst du denn da? Mach, gib Gas! Oh. Wow. Der Einlenkpunkt war natürlich komplett für den Arsch. Er kann meine Cam nicht sehen. Also mein Stream und der ruckelt. Ach gut, ich hab den Stream auch laufen. Vielleicht sollte ich den mal ausmachen. Vielleicht solltest du den mal ausmachen, ja. Wie schwer ist du denn? Ah. Also du kannst dir nachher gerne die Wiederholung angucken. Also ich bleib auf der Strecke, ne? Aber ich kann nicht das Spiel beenden, auf den zweiten Bildschirm gehen und das Ding schließen. Oh, Entschuldigung.
Wow, haut mich auch komplett runter. Verwarnung, ich sehe, sorry. Hast du ein schlechtes Gewissen? Ja. Cool. Ich habe mich jetzt doppelt gedreht, ne? Ich bin richtig raus. Gelbe Flagge. Gelbe Flagge, ja. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Ich glaube, da wartet einfach noch jemand auf mich. Okay, let's go. Race Pace. Also, du kriegst. Was kriegst du? Wie, was krieg ich? Kriegst irgendwas, wenn du mich die zwei Runden hinter dir hältst. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Warum eigentlich nicht? Weiß nicht. Hat auch einen. Alle im Kreis fahren nur, ich verstehe das gar nicht. Ja, ich habe gute Reifen. Also, die sind nicht wirklich gut, aber. Buckelpiste. Ah. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Will DRS haben, schade eigentlich. Dein letzter Platz, ja, aber das haben wir auch so ein bisschen. Wir haben uns halt jeweils fallen lassen, so weil wir mit dem anderen zusammenfahren wollten. Also haben wir uns eigentlich. Regnet es bei euch auch? Keine Ahnung, keine Zeit nach draußen zu gucken. Vielleicht schon. Auf den Rasen gekommen. Nicht gut. Macht gar nichts. Boah, ich hasse harte Reifen. Jetzt bin ich direkt in deinem Heck. Oh, guck mal, wie er uns Platz lässt. Das ist ja gut. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Boah, ich hab wieder Lecks. Ja, als ob du mal so kurz 5 Autolängen nach vorne gehst. Ja, ich kann nichts dafür, hier leckt es aber auch andauernd, also. Ja, du kannst nicht durchgerutscht. Genau. Ciao. Bin dann mal weg.de. Ey, hallo. Was war das denn jetzt? Du hast mich weggeschoben. Warum fährst du denn nicht? Du hast mich weggeschoben, du hast mich gerammt, hallo. Was sind das für Maschen hier? Hallo? Ich bin entsetzt. Leute, ihr habt's gesehen, ne? Richtigen Ruck bekommen. Nichts habt ihr gesehen. Alles aufgenommen. Achtung. Also du bist aber auch so ein bisschen schräg gefahren da. Und... Ah! Ja, genau. Du fährst mir hinten rein und ich krieg eine Verwarnung. Du hast eine Verwarnung gekriegt, ich nicht. Ja. Oh Leute, ich krieg das Auto nicht mehr auf die Strecke. Der dreckige Reifen ist eine ganz schlechte Idee. Ja, mit harten. Ich mache ein bisschen, ich mähe ein bisschen. Bisschen Gas. Jimmy! Zehn Sekunden Zeitstrafe? Wofür? Du mit draufgerasselt bist. Gerasselt, das war wieder. So, Sieger! Kein Treibstoff mehr. Dann Leute, wir müssen nach Hause gucken. Machst du denn? Ganz spät mehr. So, du hängst doch da fest, ja. Der Stream hängt hinterher. So, ich muss jetzt mal gerade hier rausgehen und irgendwie den Stream stoppen. Ich sehe den Chat ja dann trotzdem noch. Ja, mach das. Weil vielleicht liegt es auch ein bisschen da dran. Wenn man Pause drückt, aktiviert sich der Autopilot. Das stimmt, ja. Ich bin 19er, Leute, also nicht letzter. Ja, ich trage eine Hose. Wie soll er denn sonst kugeln, wenn er eine Hose anhat? Den Satz überlesen wir jetzt? Ja, Karl ist. Unangebrachte Kommentare gehören dazu. Karl, bist du schon. Kimi hat gewonnen. Bist du in Freiburg? Okay. Schon? Machen wir noch Brasilien oder kein Bock mehr? Ja, komm, Mann. Habe ich zwar kein.
Dings für, aber ist ja nicht so schlimm. Ich bringe ja sowieso nichts. Ob ein Setup hat oder nicht. Leute, er hat kein Setup, das wird nichts. Was für ein schlechtes Rennen, ja, das stimmt. Habe ich auch gerade gelesen. Was kriegt er jetzt? Nichts, weil er mich abgeschossen hat. Habt ihr das? Ihr müsst mal im Afterstream nachher gucken, wie ich plötzlich einen kompletten Schlag von hinten drauf kriege. Also, das war kein Windzug. Ja, aber es war. Tatsächlich war es nicht. Definitiv. Ich hätte ja auch Erster werden können, aber ich habe mich dann einfach mal zurückfallen lassen. So, mach dich breit. Dann machen wir uns breit. Ja. Würden wir das irgendwie hinkriegen, dass wir sozusagen auf der einen Seite dein Bild, also jetzt nicht heute beim Stream, aber vielleicht beim nächsten, auf der einen Seite dein Bild kriegen, ist wahrscheinlich nicht parallel, aber und auf der anderen Seite das meins? Wäre besser, wenn wir es horizontal teilen, oder? Horizontal. Stimmt, ja. Würde das gehen? Denke schon. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie, aber es geht mit Sicherheit. Müssen wir uns mal für den nächsten Stream überlegen. Was ist denn hier jetzt? Dann können sie nämlich beides sehen. Ja, ist glaube ich schon besser so, ne? Horizontal geteilt. Ja. Habt ihr schon leider nicht. Du. Worauf warten wir hier eigentlich? Oder? Dass ich reinkomme. Aber da kam gerade eine Fehlermeldung. Okay. Hier, ich muss wieder reingehen in den Stream. Da sind disqualifiziert worden bist, oder was? Wegen... Nee, daran liegt es, glaube ich, nicht. So. Trete Session bei. Verbinde mit Steffen Speed. So, drin sind wir. Und dann starten wir. Willst du, dass wir von hinten starten oder vorne? Ich? Ja. Ach, ist egal. Also gucken wir mal, wie gut wir sind und fahren mal nach vorne. Ich... Ja, kacke unter Druck das Qualifying, also von daher ist sowieso egal. Ich starte sowieso von hinten. Ja gut, dann... Also, ne, so viel gesprungen. Fahr du mal, ich krieg dich schon. Nicht. So, X auswählen, ja, so. Okay, Leute, wir fahren mal eine richtige Runde. Aus Spaß. Wann kommt das Halbfinale? Das kommt morgen. Morgen kommt das Halbfinale vom Racing Tournament, was du wahrscheinlich meinst. Das wird er wohl meinen, nehme ich an, ja. Und dann werde ich mit Steffen, gucken wir mal, dass wir Anfang des Wochenende das Video dann zusammen aufnehmen, beziehungsweise halt kommentieren. Und dann werde ich gucken, dass ich es vielleicht gegen Sonntag das Finale dann hochladen kann. So, ich habe jetzt mal die Voreinstellung erhöhter Abtrieb ausgewählt. Okay. Sind zwar noch ein paar Graden dabei, aber. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Alles. Schnelle Kurven, langsame Kurven, gar keine Kurven. Alles. Gar keine Kurven. Ja, wir geben jetzt mal alles. Also, wir drehen uns jetzt mal eine Runde. Feigen im Walde. Wollen wir es auch ruhig. Ja, ich die gerade hier auch nicht. Scheiße, ich habe die Strecke 5000 Mal gefahren in meinem Leben, ne? Irgendwas bremst hier nicht. Oh nein, mein Karton hat sich darunter verhakt, daran lag's. Okay, ich bin sowieso letzter, jetzt das ist erledigt. Echt jetzt? Ja. Wegen einem verhakten Karton? Wer hat denn Kartons unter seinem Pedal? Mein Tisch ist hier extra breit. Und dementsprechend ist die Wand halt weiter weg und damit habe ich so einen Karton vorm Lenkrad stehen, vor dem Fußpedal, damit ich nicht so weit nach hinten sitzen muss. Und der schiebt sich da nur unter das Bremspedal manchmal drunter und dann war es das. Quasi. Dann bremse ich nur noch zur Hälfte. Bist du noch da? Ich bin noch da, hörst du mich nicht? Doch, okay, okay. So, X auswählen, ja. Okay, Ich habe dir gerade einfach nur entspannt zugehört. Oh, Gasly ist Zweiter. So, okay. Wo ist denn der Steffen? Ja, hinten natürlich. Disqualifiziert. Mein was? Das echt? Disqualifiziert sogar? Ja, du hast irgendwo abgekürzt.
Okay, Wie kann man das bei privatisierenden Schatten? Da ist doch überall Rasen, das lohnt sich gar nicht abzubremsen. ja, das war ja wegen dem Bremspedal gerade. Ach so, ja, stimmt. Dass es nicht ging so zurück. Also Halbfinalbahn habe ich schon fertig. Die Finalbahn steht zur Hälfte hinten. Am liebsten würde ich sowas auch immer streamen, wie ich die baue, aber es ist schwierig mit meiner Cam. Ich hab nur so kleine Tische, nicht so wirklich große, wo man dann das schön mit der Cam zeigen könnte, wie man die aufbaut. Bei Steffen ist das halt besser, weil der kann das immer alles auf seinen Tisch stellen, dann mit der Kamera. Also das gibt so optisch auch ein bisschen mehr her, ne? Dann baue doch die Finalbahn hier auf meinem Tisch. Ja, du kannst die für mich bauen und ich baue sie ja nach. Genau. Das wär perfekt für mich. So, Rennstrategie. Warum fahre ich eigentlich mehr Runden auf den weichen Reifen als auf den Mediums? Das ist Das macht doch praktisch keinen nichts. Sinn. Nö. JB schreibt, hoffentlich wird das Rennen besser. Ja, auf jeden Fall. Also, Nein, wird's nicht. So, das ist jetzt die Frage. Ich starte jetzt von ganz vorne und ich bin sogar auf Mediums gefahren, also. So, lass mich jetzt gleich vor dem Start hier den Speed einstellen, den Sprit einstellen. Sprit hoch oder runter? Pet. Vielleicht braucht man mehr. So, wir können starten, Leute. Fett und Vollgas, so. Was fahrt ihr denn so kreuz und quer hier alle, ihr Deppen? So, erste Kurve, 14. Nee, 12. Nee, doch, 12. Geht doch schon mal. So, erste Runde nehmen wir so voll mit. Wäre vielleicht relativ schlau gewesen, auf den Mediums zu starten und hinterher die roten Dinger drauf zu reißen, aber gut. Also ich muss ja auch die, weil ich. Oh mein Jetzt hat mich einer rausgedreht und noch einer. Oh. Ich reihe mich da hinterm Latifi ein, hier der setzt so. Ey, was macht ihr denn hier? Oh. Safety Car. Warum Safety Car? Was ist passiert? Was Es ist hier gedreht? totaler Stau. Ja, da, ich sehe da so einen ganz so einen orangen Punkt, der. Alter, was ist? Ja gut, hat nicht sein sollen, ne? Werden wir als Letzter. Bist du letzter? Jetzt gerade ja. Ey, das gibt's doch nicht. Was rief ich denn als hier raus? Also ich fahre jetzt gemütliche 18 Runden hinterher. Mann, ich drehe mich auch wieder, das ist doch Kacke. Erstmal das Gras von den Reifen runterfahren jetzt ganz in Ach, der Ruhe und See, wo dann. ich sehe gerade, wo du bist. Das soll man jetzt gerade neu starten oder wie sieht es aus? Geht das? Weiß ich nicht. Auch nicht. Glaube ich nicht, dass das in So. einer Live-Session, in einer Online-Session geht, oder? Keine Ahnung. Ich bin so schlecht gerade im Spiel. Ich bin nie so schlecht, wenn ich in Zukunft was stecken. Wie, Achtung, Achtung, was denn jetzt wieder passiert? Bist du Ey, da meine gerade aus der Reifen sind Box komplett rausgekommen? kalt, ich kann nicht fahren. Oha! Alter! Du musst aber auch gut abbremsen gerade. Kollision mit Stepp verursacht, er ist mir drauf gefahren. Ja, genau, weil du da Du hättest auch Härtiger drüber ausweichen gefahren können, sei wenigstens so ehrlich. Oh, meine Reifen sind komplett. Ich kann nicht mal normal auf einer Geraden Gas geben, weil die Reifen so kalt und dreckig sind. Boah, Leute, ich kann. Also, ihr müsst das verstehen gerade. Die Reifen, da geht gar nichts. Ich hoffe, dass das Rennen besser wird. Das war jetzt auch nicht unser Anspruch, hier neue Rekorde aufzustellen. Ey, du kannst keine Runde mit den Reifen gerade mehr fahren. Die sind so kalt. Okay. Steffen ist 12 Sekunden vor mir. Das holen wir zwar auf, aber das wird dauern, weil ich glaube jetzt.
Ich habe auch gerade kein Vertrauen in die Reifen, weil ich einfach immer merke, wie ich korrigieren muss. Wegen Understeer. Das ist schwierig. So. Rasieren kann man schön ein bisschen in den Chat reingucken. Ja, das ist auch immer bei Formel 1. Ja, ich meine, man kann das ja auch ausstellen, dass die Temperatur in den Reifen sich anpasst, aber ein bisschen Realismus muss man ja drin haben. Ich meine, da vorne ist. Gelbe Flagge. Hast du ihn rausgehauen oder ist der einfach so raus? Achtung, der jetzt? Ja, warst du? Kein nee, ich war gar nichts. Sei okay. Vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Die Unschuld vom Lande. Grüne Flagge. So, Steffen, noch 10 Sekunden vor uns. Jetzt sind die Reifen wieder warm, jetzt kann ich wieder nochmal fahren. Das ist mein Gott. Und was ihr gerade nicht vergessen dürft, Leute, Steffen ist auf den Soft-Reifen unterwegs, also den schnelleren. So das gibt's doch nicht. Ich fahr auf den Medium. Guck mal, wie ich die Zeit gut mache. Also, ich habe hier gar keinen Grip. So richtig, keine Ahnung, woran das liegt. Aber mich dreht es immer aus den Kurven raus nach vorne, also untersteuern. Mhm, merke ich auch, ja. Das nervt extrem. So. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,8 Sekunden. Aber. Alter, ich habe in einer Runde 6 Sekunden aufgeholt. Du hast nicht gedreht. Ja, oder? Fast, ja. Bist du noch gerade, wo ich vor 30 Sekunden gesagt habe, aber das wird dauern. Ja. 2 Minuten später. Ja. Den holen wir uns. Ihr könnt da schön, da wo Steffen sein Bild ist, darüber die Zeit sehen. Ich hoffe, ihn aufhol. Und bitte, bitte, bitte nehmt, guckt sein Gesicht an, wenn ich ihn überholt habe. Das hätte ich gerne im Highlight-Video. Bei meinem morgigen Halbfinalvideo habe ich auch wieder Outtakes drin. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Okay. 3,8 Sekunden. Das gibt's doch nicht. Kurze Lecks, ne? So, der Abstand zum Team. Ah, das Ding ist aber auch irgendwie, keine Ahnung. Also diese Kurven. Fährt da ziemlich gerade aus. Die hier, die kann ich eigentlich ganz gut nehmen. So. Also die Runde jetzt gerade war nicht optimal, aber grundsätzlich. Ich habe schon gemerkt, dass ich den in den ersten zwei Kurven gerade eine Sekunde abgenommen habe. Jetzt seht ihr gerade hier da vorne mal, wie man richtig fährt. Naja, dafür würdest du mich in Wreckfest dann aus dem Film weg. Ist auf PlayStation gerade kostenlos, glaube ich sogar. Oder war es sogar? Wird es bald. Okay. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Das ist Wreckfest. Ist ja hier fast Breakfast. Könnt's meinen, ja. Jetzt muss man auch mal streamen. Aber das nächste Mal, da habe ich vielleicht mal eine Chance. Ja, glaube ich auch. Weil man braucht auch mal so ein so Quäntchen Glück. In den Chat gucken, was kam denn so? Okay, nichts Neues, okay. Kommt da jemand zu überhaupt? Ja, ja. Problem beim Formel-1-Stream ist ja tatsächlich, dass man nicht wirklich interaktiv sein kann. Ja, das geht halt auch nicht, weil man sich halt wirklich konzentrieren muss hier. Das. Bitte.
Willst du das da hinter mir? Ja. Ach, zu weit rausgekommen hier, scheiße. Ja, und ich fahre natürlich wegen Windschatten hinterher, ey. Ja, komm. Ich fahre lieber ideal. Oh, du ziehst ja komplett wieder zurück, hallo? Man darf nur einmal die Spur wechseln. Mein Renningenieur sprach gerade zu mir, ich soll am Ball bleiben. Ja, vielleicht holst du dann noch Punkte. Ja. Definitiv. Apropos Punkte, dann gibt es ja mal Boxenstopp. Ist ja jetzt Runde 7. Kommt mir vor wie Runde 18 hier, ich weiß auch nicht. Ich bleib jetzt von der 11 draußen. Keine Chance, da dran zu bleiben, ey. Wo wird denn der verletzt in die Box? Wer, ich? Ja, dachte ich so. Nö. Mit den abgelutschten Softreifen da. Er hätte doch normalerweise DRS gehabt jetzt. Ist doch keine Sekunde. Du weißt ja nicht, wo der Punkt war. Vielleicht warst du da gerade noch draußen. Eigentlich nicht. Ah, vielleicht eine Tausendstel, nee, eine Millionstel Sekunde. Ja, alles kalkuliert. Ja. Stehendes Vorderrad. Schön aus dem DRS-Fenster wegschalten. Ey, jetzt habe ich voll über die Räder geschoben. Ich fahre in die Box. Hier riecht irgendwas ganz komisch. Also nicht, dass irgendwas anbrennt bei dir. Habe ich Bügeleisen rausgemacht? Ja, sonst guck lieber mal, wer in der Box ist, doch nach. Alter, mein Lenkrad brennt. Ui, das war nicht gut. Aber du bist doch schon mal 100% gefahren. Also, meine Distanz hätte das eigentlich nicht entscheiden. Nein. Das liegt an mir. Das liegt einfach an mir. Ich bin schon feier, ne? Bitte umstellen auf schnellere Motoreinstellungen. Wir sind 2 Runden über Benzinplanziel. Ja, ich war doch nicht mehr. Mein Ingenieur meckert mich die ganze Zeit an, dass ich endlich mal Sprit ausgeben soll, weil ich jetzt gerade auf Mager fahre. Okay. Aber ich habe noch für 1,5 Runden. Ja, ich auch. Deswegen hat er mich ja angemeckert. Ja, ich mache jetzt mal den Umweltschützer, weil es bringt mir eh nichts, wenn ich den Sprit verbrenne. Bei dir für Projekte so die nächsten Tage an? Bei mir die nächsten Tage? Ja. Oder bessere Frage, wie beschließt du immer, welches Video bei dir als nächstes kommt? Einfach darauf, wo du auch Lust hast und da kommen irgendwelche Leute auf dich zu und sagen, mach das, mach das? Nee, also ich plane das gar nicht so wüste. Meistens arbeite ich die so ab, wie es mir in den Sinn kommt gerade. Abarbeiten schon. Ja, also. Videos mit Freude drehen und schneiden. Natürlich. Wenn es keinen Spaß machen würde, dann möchte ich das nicht, weil sonst wäre das so schade um die Zeit. Der Abstand zum Auto, ja, ist bei mir auch so. Also, dann schreiben mich auch immer gerne mal Leute an, ob das gerade so fragen, hey, wann kommt das nächste Video bei der Serie, bei dem, was du da machst?
Ich habe ja im Prinzip ich kann ja einfach nur die Turnier und eben meine Formel 1. Ja, das ist halt. Aber der Frage, wenn ich das eine halt vor dem anderen bringe, dann kommt sofort die Frage, oder? Dann kommt das. Ja. Also man. Das braucht halt viel Zeit, es steckt extrem viel Arbeit drin in so einem Ding. Ja. Also im Formel 1 Video sitze ich so 4 Stunden dran. Ja. Bestimmt insgesamt. Und mit also einem Turniervideo ist es nicht viel weniger. Das ist eher mehr, weil ich da mehr Schnittarbeit habe. Und letztendlich da mit Highlight-Videos. Ich habe jetzt auch die Highlight-Videos im Halbfinale werden jetzt auch anders angezeigt, sondern nämlich Vollbild. Und nicht nur so ein kleiner Ausschnitt. Oder ein Highlight. Also im Vergleich zu einem Livestream, wo man halt mal für die Technik 20 Minuten braucht zum Einrichten, ist das schon deutlich mehr Arbeit eigentlich. Wir fahren jetzt auch in die Box. Und hoffen, dass er uns jetzt die Soft zeigt. Nein, ich habe auf Regenreifen gestellt. Ich fahre nicht rein. Jetzt im Ernst oder was? Ja, aus Versehen. Wie kann man das denn aus Versehen einstellen? Warte kurz. Ja, aber es redet ja auch. Ich muss jetzt eine Runde draußen bleiben. Jetzt habe ich mich gedreht. Jetzt nicht reinfahren können. Jetzt hab ich mich gedreht, ey. Was? Du hast dich gedreht? Ja, ach, reden, denken und fahren gleichzeitig ist scheiße. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Ist ja wie bei dem Alexa-Livestream, wo du gleichzeitig 1000 Sachen machen musst, ohne in den Chat gucken da, dass du irgendwie. Das ist schon für. Mein Alter, eine geistliche Höchstleistung. Softreifen. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Ah, der Funk rauscht. Softreifen. Der Funk rauscht? Ich kann es nicht umstellen. Ich muss auf Regenreifen wechseln. Das glaube ich jetzt nicht. Hä? Wieso denn? Ja, weil bei mir, ich kann nicht einfach mit dem Dreieck alles auswählen. Okay. Also kriege ich dich noch. Nee. Ich muss jetzt hier kurz in die Einstellung und gucken, wie ich das mache. Bitte fährt er jetzt nicht rein und macht mir die Dingsreifen drauf, das wäre wirklich. Ne, warte, ich fahre hier kurz in der Box vorbei. Das gönne ich jetzt meinem NPC nicht. Vor dir beträgt 9,0 Sekunden. Jetzt können wir wechseln. Leute, ich stelle das jetzt einmal hier ein. So, so, bearbeiten, nach hinten schauen. Oder kann es sein, dass du keinen Reifensatz mehr hast? Ja, ich habe alles. Wäre ja möglich. Aber warum? Das wäre ja schwachsinnig. Ja. Meine. Oh, warum kann ich denn hier nicht Dings wechseln? Da steht auch nicht zugewiesen bei mir. Okay. Oh Mann, ist das nervig gerade. Also ich habe jetzt mal. Selber. Ja, das stimmt, aber ich will ja nicht, dass er in die Box reinfährt. Ich will einstellen können, dass ich ihm mit dem Steuerkreuz sagen kann, welche Reifen er drauf zieht. Das F1 2013 mal probiert jetzt. Nochmal. Das geht mit dem Lenkrad hier gar nicht mehr. Das kann man nicht. Einrichten. Ich Box und hoffe, dass er mir keine Regenreifen drauf macht. Ich wüsste gar nicht, wie ich eine Runde rumkommen soll mit Regenreifen. Langsam fahren. Ja, toll. Wenn die jetzt grüne Reifen in der Hand haben, kriegen die. Oh Gott, das sind blaue Squad-Reifen. Echt? Aber die richtigen? Monsun hießen die früher. Wie soll ich denn jetzt eine Runde mit Wet-Reifen rumfahren? Moin, Guardian of Gravitax. Wir fahren gerade mit Regenreifen auf einer trockenen Strecke, weil die Box sich vertan hat, weil die falsche Einstellung. Jetzt muss ich eine Runde mit Red-Reifen fahren. Steffen freut sich jetzt gleich ein Ast, weil er mich jetzt direkt auf der Strecke kommt. Ich bin hier genau hinter dir, das ist ein super Timing gewesen, ne? Ja, aber ich muss nochmal in die Box. Ja. Siehst du mich winken?
greifen verschleißes E-Mail. Blaue Flagge, blaue Flagge. Kriegt blaue Flaggen, ich kann aber nicht mal aus dem Weg gehen. Sie schieben mich von der Straße! Sie schieben mich von der Straße, ey. Ich lasse die CPU kurz fahren, weil ich muss, Pipi. Nein, ich muss nicht, das bringt nichts jetzt hier. So. Ah, ey, ich komme mit diesem Auto hier nicht zurecht, das gibt's nicht. Er bleibt einfach stehen. Ich sag der CPU so, ja, mach was du willst, so. Bleib einfach stehen. Wer ist stehen geblieben? Ich hab blaue Flaggen gerade. Mein Auto bleibt stehen, wenn ich auf Autosteuerung gehe. Ach ja. Du kannst mit Wettreifen nicht auf trockenem Boden fahren. Die sind einfach noch rutschiger als mit Regen. Mann, die sind doch früher auch keine Slicks immer gefahren. Da hat das doch auch funktioniert. Wir fahren jetzt in die Box, Leute. Und dann lässt sich Steffen zurückfallen. Und dann haben wir noch einen guten Fall. So, ich lass mich zu. Ja, gut. Mal gucken, welche Reifen ich jetzt kriege. Bin eh letzter. Von daher ist egal. Wie cool das aussah. Erbärmlich. Ich bin auch auf 1. Ja, es liegt wegen ein. Die machen mir jetzt nicht nochmal Wettreifen drauf. Hey, Leute. Das so macht das keinen Spaß, du. Mensch. Dann würde ich sagen, das liegt daran, dass du irgendwie keinen anderen Reifensatz mehr übrig hast. Nein, das liegt daran, dass ich ausgewählt habe und dann außerdem auf. Dann er mir sagt, ja, wir haben die Regenreifen ausgewählt. Aber wo kann ich denn hier im Menü den sagen, dass ich gerne... Also ich drücke dafür am rechten Steuerkreuz auf den... Also ich habe da einen Kreis, weiß nicht, wie das genau, bei mir ist. Genau, ich möchte das auch gerne auf Kreis legen. Und ich finde es aber nicht dann, in der Einstellung. Dann wähle ich am linken Steuerkreuz die nächsten Reifen aus und dann kann ich mit links und rechts genau die Reifensorte auswählen. Genauso soll es auch so sein. So funktioniert das, nicht? Ja. Oh, harte Reifen beim nächsten Boxenstopp. Nein, ich will keine neuen, keine harten Reifen. Alles klar, komm mal. Besser hart wie Regen. Blaue Flagge? Ach so. Stimmt. Ja, dann mach ich mal was Platz hier. Also, ich weiß nicht, wo. Du musst mir nachher mal die Taste sagen, auf der du das gelegt hast, weil ich finde sie nicht gerade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, ich kann ja mal reingucken, aber... Ja, das wäre super. Das ist in meinem Spiel hier, da hast du ja das... Also es ist der Kreisknopf, aber wie heißt die Beschreibung dazu, dass ich mir das auf Kreis legen kann? Boah, was macht der denn hier? Also in meinem Einstellungskram ist auch der Kreis dann nur da. Ja, und wo, was steht links, wo der Kreis ist? Wie heißt die Beschreibung dazu? Kreis, meine ich. Ja, aber du bist ja dann im Steuerungsschema drin, oder? Von deinem. Ja, warte mal, ich gucke jetzt mal gerade rein. Steuerungsschema, ne? So, genau. Bla bla bla. Eigenes Steuerungsschema unten, wahrscheinlich bei mir steht Logitech G29, aber bei dir steht das andere. So, ich habe Dingenskirchen, genau. So. So, ich habe hier. Kreis ist bei mir halt zugewiesen als. MFA, Multifunktionsanzeige. Danke. Multifunktionsanzeige. Ach, das meintest du, ja, okay. Genau. So. Ja, alles danke. Klar. So, DRS muss ich mir jetzt auf eine andere Taste legen. Auf welcher hast du die? Ach so, ein so. Fahrrad wieder, warte. Ja, passt. Ich hab's. Okay. So, Leute. Jetzt können wir... Oh, angenehm. Wir können jetzt hier einstellen. Ja. Auf Softrollen. Das konnten wir einfach doch raus. Einstellen. Ich bin jetzt auf hart dafür. Ist auch, um noch eine schnelle Runde zu machen. Schnellste Rennrunde hätte ich schon noch ganz gerne. Kommt denn jetzt noch einer da hinten oder was? Nee, es ist ja letzte Runde hier. Okay, ja, ja, ich habe jetzt zwar die Einstellung hinbekommen, aber. Vettel ist sehr langsam. Okay, alles klar. Ja, das so, war jetzt ja schon wieder gebrochen. Nicht so geiler Content, um ehrlich zu sein. Das war ja ein bisschen bescheiden hier. Nächstes Mal. Das nervt mich, dass ich einfach wegen der Taste. Aber trotzdem Spaß gemacht.
Ja. Daniel Quer. So, du wirst noch fortfahren wahrscheinlich, ne, mit irgendwas, oder hörst du auch, beendest du den Stream? Ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwas Cooles? Du hast noch was vor, ne? Ja. Wie spät haben wir denn? Ja, ich hab da was vor. Ja. Alles gut. Nee, mach doch, passt doch. Ich werde jetzt auch ausmachen und beim nächsten Mal habe ich dann alle Einstellungen. Und dann können wir überlegen, ob wir mal Wreckfest oder sowas spielen. Aber das schreiben wir einfach nochmal. Ja, okay, machen wir. Und ich plane eventuell für Freitagabend einen Livestream, wo wir dann dieses Kugel-Rätselspiel nochmal ein bisschen spielen können. Eventuell. Weiß ich noch nicht genau, wird aber rechtzeitig angekündigt. Genau, Leute. Freitag ein bisschen Werbung machen. Kugelbahn vorbeischauen. Ansonsten in seinem Discord schreibt das vielleicht auch rein. Genau. Einmal checken. Okay. Das kommt, ne? Leute, hat Bock gemacht. Geht's weiter? Nee, wir hören jetzt auf. Wir haben jetzt zweimal 25% gefahren. Das laugt auch ganz schön aus. Also man merkt danach, dass man da ein bisschen fertig ist. Ja, ist wirklich so. Klingt doof, ist aber so. Es ist wirklich anstrengend. Deswegen hat jetzt auch Spaß gemacht. Aber wir gehen jetzt mal was zu Abend essen und dann streamen wir mal einen anderen Tag. Genau. Guckt am Freitag mal bei Kugelbahn vorbei im Stream. Wenn er stattfindet. Wenn er stattfindet, wird er dann angekündigt. Ansonsten wünsche ich euch auch einen schönen Abend. Und dann, wir sehen uns, ne? Macht's gut. Ciao. Jo, macht's gut. Ciao. Tschüss.